Hey Leute, was geht? Ihr seid bei JamieCastTV und ich bin hier in einer beheizten Halle zusammen mit Amelia, meiner Giulietta, meinem Vater. Hey Leute. Und einem beschissenen Corona-Haarschnitt. Der Grund, warum wir das Auto hier reingestellt haben, ist, weil erstens draußen liegt Schnee und ich kann einfach nichts filmen. Und zweitens, meine Sticker, die ich gesagt hatte, dass ich auf das Auto draufkleben möchte, sind endlich angekommen. Einer der Streifen geht von dem vorderen Scheinwerfer bis zu dem hinteren und der andere unten am Schweller. Es sind insgesamt, glaube ich, 12 Sticker, die ich besorgt habe, die wir jetzt hinmachen können. Wie ihr seht, dieser eine Streifen, der von vorne bis nach hinten geht, ist eigentlich in 4 Teile aufgeteilt. Und es gibt eine spezifische Reihenfolge, in die wir sie aufkleben sollen. Aber das heißt erstmal, wir müssen das hier auseinanderschneiden. Also, machst du mir die Ehre? Warte, das machen wir auf einem provisorischen Tisch. Tisch. So, die Seite brauchen wir erstmal nicht. Ich habe eine dumme Frage. Hm? Da steht SX123. Auf den anderen stand DX123. Ja. Was heißt jetzt das? Das ist italienisch. Die Aufkleber sind italienisch, genauso wie das Auto. Ja, was weiß denn ich, was das heißt? Ja, italienische Übersetzer, wo gehören die jetzt hin? Ich geh anhand vom Bild. Ich kann kein Italienisch, tut mir leid. Kannst du ein paar Brocken Italienisch, sodass du das vielleicht sagen könntest, was das heißt? Nicht genug, nein. Nicht genug, um es auf einem Video zu sagen. Ach komm, Peinlichkeiten auf YouTube. Das sind ja, genau. Der Stoff, der gute Videos macht. Ja, aber man sieht auch, der Streifen ist sehr dünn, es ist sehr dezent. Was ja genau das ist, was ich haben wollte. Im Vergleich zu den weißen Sachen, die vorher drauf waren. Ja. Das waren so ein bisschen in your face. Außerdem finde ich es ein bisschen schön als Erinnerung an Gina, weil Gina war ein schwarzes Auto mit roten Streifen. Jetzt habe ich ein rotes Auto mit schwarzen Streifen. Genau. Finde ich schön. So. Wenn wir alles fertig haben, muss man sie nochmal schön sauber reiben, auch das Papier nochmal sauber machen, ja, damit kein Staub reinkommt. Wenn wir dann fertig sind, müssen wir das Auto nochmal komplett mit Glasreiniger nochmal ein bisschen drüber wischen, vorsichtig. Ja, vorher nochmal kontrollieren, ob irgendwelche Pickel oder irgendwelcher Dreck drauf ist, den man wegkratzen muss. Gib mir das vordere Ende. Problem ist, dass der hier sowieso eine Welle drin hat irgendwie. Das müssen wir beim Bekleben dann unbedingt aufpassen, dass wir da keine Schlangenlinie reinkriegen. Ja, das Problem ist, da der Sticker sehr dünn ist. Ja, und das war die Lagerung auch einfach. Ja, der Karton war scheiße, in dem er geliefert wurde. Der war viel zu kurz für die Länge, selbst von den einzelnen Stücken da. Applicare prima la fasche su gli sportelli e poi applicare il pezzo numero uno et in die fine il pezzo numero quattro. Klang nicht schlecht, war aber kein Italienisch. Ich weiß, da war so ein bisschen Spanisch, ja, genau. Und ein bisschen Französisch mit drin. Ja, was auch immer. Da bräuchten wir jetzt eigentlich eine Rakel. Haben wir aber nicht. Haben wir aber mal wieder nicht da. Aber eine Kreditkarte. Genau, zeigt die Kreditkarte vor der Kamera, aber die ist perfekt, um das dann hinzumachen. Genau. Da hast du nicht ganz unrecht, aber ich würde dann irgendwie so eine weniger wichtige nehmen. Betriebscatering. Nee, das passt nicht dazu. Die ist besser. Nimm eine Nürburgring Green Hell Driving Card. Yeah. Perfekt. Okay. Ist doch perfekt. So, jetzt müssen wir es so machen, dass ich quasi andrücke. Du musst zwar in der Höhe richtig sein, aber wegbleiben ein bisschen, damit sie ja sich nicht von alleine hinklebt. Ja, also ein bisschen immer unter Spannung. Ja, und ich bin dann der Erste, der anklebt und ich reibe dann langsam hin und sag dir halt hoch, runter ein bisschen, ganz leicht nur und reib's dann an. Dann kriegen wir es so hin, dass keine Wellen drin sind. Eieiei. Hoffe ich. So, da haben wir ein Messer. Ja, aber jetzt sieht man auch genau das, was ich machen möchte. Weil das Schwarze auf dem Dunkelroten ist kein allzu großer Kontrast. Aber es sieht einfach schön aus. Und wenn da der so dünn ist, macht es auch sozusagen nicht viel im Vergleich zur Tür. Was willst du mir zeigen? Man zeigt keine Detailaufnahmen von irgendwas, was schiefgegangen ist. Oh, wieso? Aber schau mal, in der Zeichnung ist es auch so. Da ist hier auch so eine Welle nach unten. Guck mal. Okay, selbst in der Zeichnung haben sie es. Hey,
die haben das mit Absicht so geschnitten, das gehört so. Ja, ja. In der Zeichnung ist es auch so. Ja, ja, Ausreden. Das sieht gut aus. Sehr gut aus. Sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Genau, so. Jetzt müssen wir bis fast bis zum Knick anreiben, nicht wackeln. Ja, so dünne Linien, das ist immer Zirkelei, bis die gerade hörst. Das ist natürlich viel leichter, wenn es ein großflächiger Aufkleber ist. Sehr schön. Keine Falten, keine Einschlüsse. Yay. Sieht gut aus. Na bitte, aus der Entfernung sieht man kaum irgendwas von der seltsamen Wölbung. Ich sag extra aus der Entfernung. So, hier siehst du, dass der vorne nach unten gewölbt ist. So, weil der sozusagen am Scheinwerfer dann wird. Weil der am Scheinwerfer entlang soll, sozusagen ein bisschen runter soll, ja genau. Das Lustige ist, hier ist jetzt wieder eine Welle nach oben drin. Das heißt, der ist jetzt hier auf der Zeichnung wirklich so nach oben und dann so nach unten. Ja, das machen wir nicht. Wir versuchen es, wenn es geht, schon an der Linie machen. Ja. So halbwegs, ja. So wird schon ungefähr passen. Ja. Moin. Ja, das passt. Das soll ja nicht so aussehen, als würde das sozusagen von der Linie hier weitergehen. Ja, genau. Das passt, das geht schon. Mist. So, dann lassen wir mal gucken. Schon sehr dynamisch, wenn es vorne so runter geht. Ja. Sabbel nicht. Das geht. Das geht. So. So, das perfekte Ende von dem Streifen. Und ich glaube, obwohl es das komplizierteste ist, ist es auch das einfachste, weil es relativ großflächig ist, oder? Richtig, genau. Es ist großflächig, es ist dick, das heißt, auch wenn wir das Papier abziehen, bleibt es relativ schön in der Form. Das heißt, wir müssen es einmal richtig ansetzen und dann sauber hinrakeln und dann ist es fertig. Wichtig ist wirklich alles sauber machen. Das heißt also, man muss ja schauen, dass nirgendwo, auch am Papier, Staub drauf ist. Kann man alles nochmal abwischen, dann haben wir nämlich nochmal keine Staubeinschlüsse. Genug Mikrokratzer sind sowieso auf dem Lack, also macht das gar nichts. Lass du die Finger weg. Ist lustig, bevor wir die Kameras angemacht haben, meinte er noch, ja, und du darfst dann das meiste machen und ich stehe auf der Seite und guck zu. Und jetzt kommt er so, Finger weg und lass mich machen. Ja, ist doch so. Cut, rausschneiden, rausschneiden. Mist, bleibt nicht hängen. Schweinerei. Und was sagst du zu meinem Kauf? Sieht gut aus, oder? Ja, gefällt mir. Willst du zuerst die am Schweller machen oder dasselbe auf der anderen Seite? Wir machen erst den am Schweller unten. Erst den am Schweller? Ja. Oh, das heißt, ich darf ihn auspacken. Ja. So. Ich habe sie noch nicht ausgepackt, die anderen Streifen. Ich weiß nicht, wie sie aussehen. Ich habe es nur auf den Fotos gesehen. Also. Das ist der zweite Streifen, der kommt unten an den Schweller zwischen die zwei Räder hin, sozusagen als Abschluss zur unteren Seite. Oben ist es der kleine und unten ist es dann der da. Ich finde, sieht ziemlich gut aus. Das Problem ist, es ist ein langes, großes Ding. Also da brauche ich auf jeden Fall dann deine Hilfe. Ja, du brauchst nicht nur meine Hilfe, sondern du musst auch noch den da unten wegmachen. Nö, ich habe mitgedacht. Ui. Weil. Seit wann das? Wow! Mir hat der so gefallen, dass ich genau denselben Sticker nochmal gefunden habe, aber in schwarz. Also, wenn ich das Limited Edition Powered by Alfa Romeo irgendwo hinmachen möchte, dann kann ich das ohne Probleme tun.
Also hier wenden wir jetzt wirklich die Methode an, mit dem wir kleben die Trägerfolie mit ein paar Schnipseln oben hin, machen dann das Papier weg und ziehen es dann sozusagen von unten raus, das was oben hier nicht geklappt hat. Timelapse, go! Das ist das, was man am meisten braucht, wenn man so einen großen Aufkleber hinmacht. Freunde und Geduld. Und natürlich auch ein bisschen Können. Zum Glück hast du das schon mal ein paar Mal gemacht, ne? Ja, bin zwar auch kein Profi. Aber es ist gut genug, dass es nicht sofort auffällt. Es wird zumindest nicht scheiße. Das sagt man nicht. Es wird zumindest nicht piep. Es wird zumindest nicht piep. Echt schwierig mit dem Knick hier unten, mit der Wölbung hier unten drin. Das ist echt doof. Das ist super. Das gerade hier drüber gehen bei dir klang gerade wie R2-D2, wenn er die Treppen runterfällt. Lach nicht so gemein. Boah, Mike Reitz, au! Kannst du dir kein höheres Auto kaufen? Nö. Juhu! So. Alles schön mit den Fingern richtig schön festreiben. Das mache ich. Das darfst du jetzt du machen, weil mir dort jetzt das Kreuz weh. Du renk dein Kreuz aus. Ich, der Sitzende, werde jetzt rubbeln. Also, gell, wir haben ihn jetzt mit Absicht leicht schräg nach oben geklebt, weil das Auto hinten ja eh höher wird. Ja, und ja. Auch der obere Aufkleber hinten nach oben geht. Alles ausreden. Das heißt nicht wischi-wischi, das heißt rubbeln, bis die Finger glühen. Wart mal. Solange du deine Füße unter meinen Tisch und so, ne? Pass auf, wenn du an die feinen Sachen kommst, musst du vorsichtig schauen, ob die auch mitgehen. Ja, du meinst, dass sie nicht mitgehen. Also, dass sie nicht mit abgehen, ja. Hallo? Unk halt. Unk, unk. Oh ja, das sieht doch geil aus. Vor allem mit dann, wenn es dann wirklich mit, wenn die Sonne drauf scheint und dann ist der Lack so ein bisschen heller wie sonst, dann sticht das Schwarz Glänzende noch mehr hervor, wie wenn es jetzt im Dunkeln irgendwo stehen würde. So, das heißt jetzt, wir sind mit dieser Seite von Amelia komplett fertig. Der obere Streifen und der untere Streifen, wir haben insgesamt ungefähr jetzt wie lange gebraucht? 2,5 Stunden? 2 Stunden ohne die Pause. Mit Putzen, ein bisschen polieren und so weiter zwischendurch. Ja, genau. Das heißt, die andere Seite wird mindestens auch so lange dauern. Und wir werden das jetzt auf jeden Fall machen. Entweder heute noch, oder es ist ein bisschen spät, vielleicht machen wir es morgen. Ich werde es nicht filmen, wir machen es einfach fertig. Und nun. Hey, kleines Problemchen, das wir jetzt gehabt haben. Und zwar, wenn wir hier unten gucken, am Kleber, dann sieht man, dass das irgendwie nicht so gehört. Nun, wir haben beim Abziehen nicht aufgepasst und die Ecken, die schwarzen Ecken sind noch auf dem Papier jetzt mit drauf. Und naja, ich hatte das schon weggeschmissen. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie mit den Resten und der zusammengeknüllten Folie das Zeug noch da drauf machen, ansonsten sieht es nicht so toll aus. Also passiert. Und genau deswegen, Kinder, passen wir immer auf, wenn wir die Folie abziehen. Verdammt nochmal.